Wow, okay. Lasst mich euch das kurz erklären. Was? Ey, geht das überhaupt? Okay, das sind jetzt so 80... Jo Leute, was geht? Heute gibt es auf jeden Fall wieder ein weiteres Video auf meinem Kanal und heute gibt es nämlich die Versuche nicht wow zu sagen Challenge in GTA 5 bzw. Versuche nicht beeindruckt zu sein Challenge. Und zwar werden wir nämlich Leute auf unglaubliche Clips in GTA 5 reagieren und ich muss mich einfach versuchen unbeeindruckt davon zu zeigen, aber ich glaube Leute, das werden wir heute vielleicht nicht schaffen. Und Leute, wenn ihr auf jeden Fall an der 50 Euro PSN Kartenverlosung teilnehmen wollt, Leute, bis zum 25. Februar verlose ich die, dann folgt mir dazu Leute einfach auf Instagram, IDZock heiße ich dort, und schreibt einfach unter meinem neuesten Bild irgendeinen Kommentar, zum Beispiel Hashtag IDGang. Vergesst natürlich auch nicht den Creator-Code IDNight einzugeben, wenn ihr mich supporten wollt, und lasst auch kostenlos ein Abo da. Und ich würde sagen, Leute, wir starten direkt mit der Challenge. So, Leute, let's go. Wir haben hier also einen, der... Okay. Fängt ja schon mal ganz gut an. Okay, okay. Also, wir müssen wirklich aufpassen, Leute. Es geht ja um eine kleine Challenge. Wir müssen versuchen, nicht beeindruckt zu sein. Aber ey, was ist denn das für ein cooles Rennen gewesen? Hab schon lange nicht mehr diese Art von Stuntrennen gespielt. Okay, also da ist jemand einfach... Hä, normalerweise... Warte mal kurz. Moment kurz, ich pausiere. Normalerweise kannst du ja nicht, wenn du mit einem Charakter aussteigst, auf Wasser landen, weil selbst da... Stirbst du? Ich bin ehrlich gesagt total verwirrt. Wie war das möglich? Okay, mit einer Zielgerade. Das war gut. Das war gut, muss ich sagen. Okay. Die spielen jetzt einen Sumo-Modus und er landet auf der letzten Stange noch. Nice, nice, muss ich sagen. I see. Es gibt einfach einen ganzen Checkpoint, aber er nimmt seinen Gegner noch aus dem Rennen. Okay, das ist beeindruckend. Okay, wir haben einen LKW. Der macht jetzt keinen Salto, oder? Was? Alter. Oh, das waren noch Zeiten, Leute, mit dem, ich weiß nicht mehr, wie das Motorrad heißt, aber dieser Spielmodus war so gut. Der war wirklich gut, der Spielmodus. Okay, okay, das ist... Man weiß ja natürlich nicht, was davon ist wirklich zufällig passiert, aber die meisten Sachen geschehen irgendwie aus... Das war zum Beispiel so eine Sache, die einfach zufällig passiert ist. Und der eine, der wollte ihn im 1 gegen 1 herausfahren. Ah. Was ist denn das für... Oh, boah, diese Tiny Racers, wenn ich kurz sagen darf, Leute, diese Tiny Racers oder wie das auch immer hieß, das war echt ein Drecksmodus, muss ich sagen. Das war einfach wie GTA 1 damals, war aus der Vogelperspektive. Da wollte zu Rockstar Games mit diesem Modus zurückgehen. Okay, der wird jetzt aus der Arena rausgeworfen. Er wirft ihn aus der Arena. Nein, Moment, Moment, kurz mal angucken. Da ist eine Rakete unter seinem Boden durchgeflogen. Wow. Oh, verdammt. Oh nein. Ich glaube, ich habe das Wort gesagt. Das ist genau die gleiche Situation, die ich meinte. Genau die gleiche Situation. Okay, wir haben jetzt hier einen Clip von Kalak. Übrigens, Leute, ganz wichtig, Link zum gesamten Video. Also, wenn ihr euch das komplette Video von Prestige Clips angucken wollt, ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr direkt abchecken, Leute. Ich reagiere nur auf einige Clips. Also, das gesamte Video werdet ihr auf jeden Fall auf dem Kanal finden. So, das ist der Sumo-Modus. Wenn er jetzt rauskickt, dann ist er aus dem Spiel raus. Er hat es geschafft, sich selbst rauszuwerfen. Was ein Typ. Was ein Typ, muss ich sagen. Okay. Okay, was ist hier, was ist hier, was ist hier? Lol. Was auch immer das war. Okay. Und der hat, Alter, der hat alle auseinandergenommen mit einer Explosion. Und der überholt alle. Junge, was sind das für Clips, muss ich sagen? Was ist hier los plötzlich? Okay. Die meisten Clips sind natürlich so aus Rennen, aber wir sehen hier, der macht jetzt so einen Sprung und er den einen raus. GG, Alter. Dankeschön dafür.
Oh, Junge. Er weicht 3! Er weicht 4! Oder 3! Zielsuchenden Raketen aus! Und jetzt holt er ihn! Er hat ihn geholt. Ich hab's gesehen. Oh, Junge. Er hat ihn noch geholt in letzter Sekunde. Junge, Junge, Junge. Ich habe den Modus nicht verstanden, aber das sah schon krass aus, oder? Okay, dann Container darf... LOL, der Typ kann einfach auf den Okay, wie auch immer der das geschafft hat, keine Ahnung. Jetzt holt ihn in der Luft, verliert die Kontrolle, macht irgendwie einen seitwärts Barrel Roll. Ja, er hat sein Teammate benutzt, um einfach einen Gegner rauszuholen und er... Krass. Okay, das war krass. Das war krass, muss ich sagen. Alter. Aber warte, er macht die Motorhaube auf, um es als Panzerung zu verwenden. Wie genial ist das denn? Das ist ja richtig genial. Okay. Er gleitet einfach drüber. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Also manche Dinge, das kann nicht geplant sein. Ja, er fliegt wieder rein. However, I don't know how he this life überleben haben. Alter. Das Ding ist, wenn du die Linie berührst von dem Gegner, dann bist du ja raus. Oder deine eigene Linie. Und er ist einfach drüber gesprungen. Der fliegt jetzt nicht aufs Boot. Der fliegt jetzt nicht aufs Boot. Nein. Oh. Die Gegner haben sich selber rausgenommen. Das ist wieder so ein richtiger Win-Moment. Oh. Nein. 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 Das kann nicht. Das kann nicht. Leute, das ist ein Ehrenmann. Wirklich, ich liebe solche Typen, die einfach so eine 360-Grad-Drehung mit dem Auto auf der Straße machen können. Und dann einfach aus so Modellen Hindernissen ausweichen. Das finde ich wirklich mega beeindruckend. Okay, ja. Nein! Was? Wie? Wie? Wie bitte? Oh Mann, ihr müsst euch das nochmal anschauen, Leute. Er hat es geschafft, mit dem Ramp-Buggy ein Auto zum Überschlag zu bringen. Und mit diesem überschlagenden Fahrzeug ein anderes Flugzeug zu treffen, mit dem es das... Wie soll ich das nochmal beschreiben? Schaut es euch nochmal an. Das kann nicht real sein. Das kann einfach nicht real sein. Das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal, Leute. Das ist wirklich krank. Ganz andere Welt. Okay, er überholt ihn jetzt. Er wird aus der Bahn gedrängt. Kann er sich noch retten? Er ist auf dem Dach. Da ist die Ziellinie. Er ist immer noch Zweiter. Der eine hat sich verfangen und er kommt erst auf den Asphalt. Und jetzt hat er den Sieg geholt. Also Leute, drängt niemals andere Fahrzeuge... Wirklich Leute, drängt niemals andere Fahrzeuge von der Strecke. Am Ende wird euch Karma einholen. LOL! Der ist nicht ernsthaft auf dem Cargo-Bob gelandet. Okay, hier geht es um ein 1 gegen 1. Was? Der hat noch so wenig Leben gehabt. Noch so wenig Leben. Ey. Er ist einfach auf dem Bus gelandet. Ja, das habe ich öfter schon gesehen, diese Abkürzung. Es ist schon beeindruckend, aber... Digga, das ist beeindruckend. Also das war gerade ganz andere Liga, Leute. Nochmal. Normalerweise... Alter, krank. Wirklich krank. Durch die beiden... Boah, die haben Glück gehabt. Die NPCs haben Glück gehabt. Wie er den getrollt hat.
Okay, wir haben den Ramp-Buggy. Aktiviert jetzt gleich die Rampen wahrscheinlich. Genau. Ey, jetzt kommt, glaube ich, der heftigste Stunt. Ich behalte mich mal vor. Alter. Warte, was ist hier passiert? So, analysieren kurz. So, der Typ ist Zweiter. Vor ihm ist der Erstplatzierte. Okay. Und einfach einer ist einfach über beide geflogen, holt sich den Sieg. Krass. Ja. Okay. Schafft er den Wallride noch? What? Okay, das ist polnisch. Das ist polnisch. Ich habe leider echt nicht mit... Wirklich, das geht so schnell. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Ich verstehe wirklich nicht mehr, was hier alles abgeht. Wow, okay. Lasst mich euch das kurz erklären, was hier gerade passiert ist. Das ist eine Heist-Mission oder irgendeine Heist-Mission. Und da darfst du diesen Laster, musst du auf eine gewisse Geschwindigkeit halten. Das heißt, wenn er unter dieser Geschwindigkeit ist und das für eine gewisse Zeit, dann explodiert der Laster mit der Ware. Jetzt haben die es geschafft, dass das Ding irgendwie dagegen knallt. Aber jetzt wurde er von anderen Fahrzeugen angestoßen. Schaut euch das an. Jetzt wurde er von anderen Fahrzeugen angestoßen, dass er gerade noch so diese Speed zurückkriegt, um gerade noch so die Explosion zu verhindern. Oh, ja, okay. Wallrides sind immer beeindruckend, vor allem wenn du jetzt... Oh, Junge. Hey, GG, Kollege. GG einfach. Wow, okay. Verdammt, ich hab schon wieder... Freunde, ich gebe dieses Challenge auf, also... Was? Ey. Was passiert hier? Was passiert hier gerade? Was? Okay, das ist Sumo. Drei Fahrzeuge. Die Runde hat er verloren. Das kann er nicht wieder. Das kann er nicht gewinnen. Diese Runde hat er verloren. 3 gegen 1. Hat es doch gewonnen. Er hat es geschafft. Geht das überhaupt? Okay, das sind jetzt so 80 Feuerwehrwagen gegen den Zug. Ja, das sieht schön aus. Das sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja. So, okay, was haben wir hier? Ist jetzt noch die Frage. Also. Einer hat sich geopfert, um noch die Punkte zu kassieren. Was ist das? What? Alter. Ich habe keine Ahnung, was hier alles passiert ist. Aber, Leute, ich würde sagen... Wir beenden diese Challenge, die versuche nicht wow zu sagen, versuche nicht beeindruckt zu sein Challenge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt Prestige-Clips aus in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall kostenlos ein Abo da. Und Freunde, wenn ihr an der 50 Euro PSN-Kartenverlosung teilnehmen wollt, dann folgt mir einfach auf Instagram, Leute, und schreibt einen Kommentar unter meinem neuesten Bild. Und vergesst den Creator-Code IDNIGHT nicht, Leute. Danke für euren Support, danke für die ganzen Creator-Supporter. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Leute. Ciao.